Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem ganz, ganz besonderen Video. Endlich darf ich euch meine zwei neuesten Produkte in Zusammenarbeit mit Luvia vorstellen. Es fühlt sich so surreal an, endlich hier zu sitzen, offiziell und euch offiziell die Produkte vorstellen zu dürfen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist extrem viel, was gerade von mir abfällt, denn ihr habt es vielleicht mitbekommen in den letzten Monaten. Es war ganz, ganz viel los und ich habe fast genau ein Jahr auch an diesem Projekt gesessen, um euch die besten Produkte aus den Kategorien geben zu können, die ich hätte für euch machen können. Und ich freue mich, euch meine zwei neuen Produkte zu zeigen. Eins davon habt ihr schon gesehen und ich habe aber noch ein anderes. Und ich habe euch ja gesagt, es gibt drei Launches in der kurzen Zeit. Zwei habt ihr in diesem Video und eins kommt noch ganz bald. Ist gar nicht so lange hin. Darum soll es heute aber nicht gehen. Freunde, ich bin unendlich dankbar und ich erzähle euch erstmal kurz, wie das Ganze entstanden ist. Vor knapp einem Jahr, am 26. September, kam meine Highlighter-Palette in Zusammenarbeit mit Luvia raus. Und falls ihr euch erinnert, gab es dort die Farbe Boys in Make-up. Und ich habe euch, glaube ich, eine Woche nach dem Launch schon gefragt, was ist eure Lieblingsfarbe? Denn wir haben daran gesessen, wie können wir den Riesenerfolg, den wir mit der Highlighter-Palette hatten, einfach noch weiter für euch ausbauen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt mich viel mit meiner Haut und mir beschäftigt. Und im ganzen Jahr haben wir jetzt probiert, zwei Produkte zu entwickeln, die euch helfen, das Beste aus eurem Make-up rauszuholen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass ihr hygienisch und sauber arbeiten könnt. Eigentlich wollten wir Ende Januar mit den beiden Produkten launchen. Aber ihr habt es vielleicht mitbekommen, Corona hat uns da einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite konnte ich alles nochmal über Bord werfen und ja, nochmal mehr auf die Produkte eingehen. Und ich glaube, ich zeige euch jetzt erstmal, worum es geht. Produkt Nummer 1 ist mein Schwammset. Wir haben in diesem Set zwei Schwämme drin. Und vielleicht habt ihr es schon im Trailer gesehen. Das sind nicht normale Schwämme. Weil ihr kennt mich, Freunde. Wenn ich etwas rausbringe, dann möchte ich, dass es etwas ist, was ganz neu ist. Und als wir das entwickelt haben, wir haben Ewigkeiten an dieser Technologie gesessen. Und bis wir die so hinbekommen haben, das hat sehr, sehr lange gedauert. Und ich zeige euch jetzt einfach mal kurz, worum es geht. In dem Set sind zwei Schwämme drin und ich hole sie einmal kurz raus. So sehen die Schwämme beide aus. Und ihr denkt jetzt, ach, süß, rosa, gibt schon Tausende. Ich weiß, Freunde, aber ich wäre nicht ich, wenn ich euch einfach nur einen rosanen Schwamm bzw. zwei rosane Schwämme geben möchte. Und ihr habt es bestimmt bei Instagram schon gesehen. So ein kleines Farbschema habe ich euch schon vorgegeben. Und ich zeige euch jetzt, woran wir wirklich, ich glaube, ein halbes Jahr gesessen haben, um diese Technologie überhaupt erstmal zu entwickeln. Die Schwämme haben eine perfekte Größe. Ich zeige ihn euch auch gleich im nassen Zustand. Aber ihr seht schon, eventuell, der Schwamm wechselt bei Berührung mit eurer Haut die Farbe von rosa zu gelb. Und ich zeige euch das Ganze jetzt mal im nassen Zustand. Ihr habt es im Video vielleicht auch schon gesehen, aber ich komme einfach selber noch nicht drauf klar, weil das war eigentlich so ein Hirngespinst. Ich habe im Oktober meinte ich dann zum Luvia-Team, ich so, ey Freunde, ich will einen Schwamm machen, ich liebe eure Schwämme, richtig cool, aber ich möchte, dass es etwas Besonderes ist. Und ich finde, bei Schwämmen kann man viel an der Form arbeiten, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ich wollte aber etwas, was euch motiviert und euch Spaß bringt, jeden Tag aufs Neue. Und ich zeige euch jetzt einmal die fantastische Technologie hinter diesem Schwamm. Der Schwamm wechselt bei Berührung mit Wärme. Nicht nur bei Wasser, sondern auch mit Wärme die Farbe. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, Maxim, ist ja schön und gut. Aber warum? Ich habe das erste Muster kurz nach dem Launch bekommen und ich habe es nicht verstanden. Ich hatte diesen Wunsch zu sagen, hey, können wir irgendwas mit Farbwechsel machen, was auf Wärme oder auf Wasser oder so reagiert? Und so, wir können alles machen. Und wir haben es tatsächlich geschafft, dass der Schwamm seine Farbe wechselt. Und ihr seht schon, je nachdem, wie warm eure Hände sind, wie warm das Wasser ist, reagiert er und ändert seine Farbe. Und das ist auf der einen Seite selbstverständlich eine
Schöne Spielerei, es macht Spaß. Ich habe heute noch Spaß dabei, wenn ich meinen Schwamm unter Wasser halte morgens und ihn feucht mache, dass er dann auf die Wärme reagiert oder wenn ich ihn in der Hand habe, dass er auf Wärme reagiert und sich verändert. Es macht einfach Spaß, es zu benutzen. Und ich habe jeden Tag, wenn ich den Schwamm benutze, einfach Freude daran, ihn in die Hand zu nehmen. Ich denke immer so, wow, wie ist das eigentlich möglich? Damit ihr auch den Hintergrund vielleicht so ein bisschen versteht, warum ich das gemacht habe. Ich wollte etwas entwickeln, was euch hilft, einmal von der Textur vom Schwamm, aber auch von der Technologie dieses Farbwechsels einfach unterstützt, die bestmögliche Haut, die ihr haben könnt, zu bekommen. Dadurch, dass er die Farbe von einem dunkleren Rosa zu einem sehr, sehr hellen Gelb wechselt, seht ihr, wo der Schwamm noch schmutzig ist und wo ihr ihn reinigen müsst. Ich hatte damals gefragt, wie oft ihr eure Pinsel und eure Schwämme wascht. Natürlich nicht ohne Hintergedanken. Und viele haben gesagt, sehr, sehr selten, alle 2, alle 3 Tage. Und ich möchte euch damit ein bisschen animieren, auf die Hygiene bei euren Make-up-Produkten zu achten. Denn es ist so, so wichtig für eine gute Haut, ein sauberes Produkt zu benutzen. Und dadurch, dass er bei Wärme die Farbe wechselt, seht ihr, wo der Schwamm noch schmutzig ist. Besser, könnt genau dort arbeiten. Und passend dazu haben wir noch ein weiteres Produkt entwickelt und das ist meine Seife. Das ist einmal die Luvia Meets Maxim Giacomo Seife, passend im perfekten Rosaton, made in Italy und wir haben wirklich den Preis so günstig es geht gekriegt für euch. Mit der Seife löst sich alles in eurem Schwamm auf, was da nicht hingehört. Ölhaltiges Make-up, Konturprodukte, Cremeblushes. Ein kleines Gimmick habe ich euch da auch noch mit reingemacht. Die Seife ist rosa und wenn ihr den Schwamm reinigt, schäumt der Schaum so weißlich-gelb. Dieselbe Farbe wie der Schwamm. Also, ich hatte so ein ganzes Konzept im Kopf und Luvia und ich, wir konnten es perfekt für euch umsetzen. Ich möchte euch jetzt aber ein bisschen mehr über den Schwamm erzählen. Einmal das Beste und ich bin immer noch jeden Tag überwältigt, wie es möglich ist, dass der Schwamm seine Farbe wechselt. Ich mache ihn einmal nass, dass ihr den Größenvergleich sehen könnt. Hier könnt ihr einmal beide Schwämme sehen. Hier ist einmal der trockene und hier der nasse. Er verdoppelt ungefähr seine Größe und wird noch weicher, als er im trockenen Zustand ist. Ich weiß auch, dass viele von euch die Sponges nicht nass machen zum Make-up auftragen. Und ich habe festgestellt, dass die meisten Sponges, die es gibt, zu hart sind, um sie trocken zu benutzen. Der ist so weich schon, dass er auch trocken benutzt werden kann, vor allen Dingen für Skincare. Deswegen habe ich euch auch 2 in das Set gemacht, dass ihr einen vielleicht für Skincare-Produkte trocken benutzen könnt, vielleicht auch für Puder und einen für Foundation, Concealer, Cream Blushes. Ich möchte euch so ein bisschen erklären, was ich mir bei der Form des Schwamms gedacht habe, denn auch daran haben wir Ewigkeiten gesessen, weil du kannst ja alle Formen machen, die es gibt, aber ich wollte, dass die Formen auch Sinn machen. Wir haben hier einmal die runde Seite, die perfekt für Foundation, die perfekt für großflächige Applikationen gedacht ist. Also Foundation, Skincare. Die Spitze hier oben, sehr, sehr fein, sehr präzise. Ihr könnt mit der Spitze direkt euren Concealer verblenden. Wir haben aber so eine große Rundung, dass ihr mit beiden Seiten einmal auf dieser Seite beispielsweise Cream Contouring verblenden könnt, auf der anderen Seite auch abgerundet Cream Blushes verblenden könnt. Ihr braucht im Prinzip kein Pinsel mehr. Ich habe mir natürlich auch bei der Texturierung des Schwamms etwas gedacht und wollte, dass ihr das hautähnlichste Ergebnis erzielen könnt. Und wir haben an der Porung des Schwammes, also wie porös ist dieser Schwamm, so lange gearbeitet, dass wir eine perfekte Haut imitieren, wenn ihr eure Foundation auftragt. Deswegen haben wir auch diese riesengroße Seite für großflächige Applikationen gemacht, dass der Schwamm mit der Foundation eine perfekte Hauttextur imitieren kann. Wir haben eine abgeflachte Seite, mit der ich es liebe zu baken, denn durch diese Regentropfenform hier oben kommt ihr perfekt unter eurem Auge lang. Wir haben 2 flache Seiten. Einmal diese Seite hier, mit der ihr beispielsweise euren Lidschatten hier einmal nochmal abschneiden könnt. Ihr könnt damit aber auch, weil sie sehr, sehr schmal ist, direkt unter eure Wimpern gehen und baken. Ihr könnt mit den Seiten machen, was ihr wollt. Ein weiteres Gimmick dieses Schwammes ist die Langlebigkeit der Feuchtigkeit da drin. Und zwar, wenn ihr ihn richtig, richtig nass macht, ist er sehr, sehr nass. Wringt ihn am besten vorsichtig aus. In Kombination mit Foundation oder Skincare kommt das alles zusammen und der hält die Feuchtigkeit drin. Das ist nicht so, dass ihr ihn 10 Minuten liegen lasst und dann ist er wieder trocken. Der hält die Feuchtigkeit so gut, dass ihr den perfekten Auftrag eurer Foundation machen könnt. Ihr wisst,
Ich liebe es zu baken und ihr kennt den Trick bestimmt schon, mit einem feuchten Beauty-Schwamm trockenes, loses Puder unter eurem Auge zu setzen. Dadurch, dass der Schwamm die Feuchtigkeit so gut hält, habt ihr ein perfekt geairbrushedes Finish auf der ersten Schicht. Dann wechselt ihr die Seite, geht nochmal rein, habt die Feuchtigkeit, das Puder, setzt es euch unter das Auge und dann könnt ihr diese Seite hier benutzen, um wirklich großflächig zu baken. Ich hatte euch vorhin so ein paar Aufnahmen einmal schon mal gemacht, dass ihr ungefähr sehen könnt, wie ich den Schwamm benutze. Ich werde euch auch in den nächsten Tagen nochmal eine In-Depth-Anwendung dieses Schwammes und dieser Seife zeigen. Ihr könnt mir da auch gerne bei Instagram einmal folgen. Da habt ihr bestimmt schon alles gesehen. Vielleicht haben die einen oder anderen es auch schon entdeckt. Die Produkte gibt es vorerst exklusiv und da freue ich mich ganz doll drüber. Bei Rossmann Online. Ich weiß gar nicht, was ich euch noch erzählen soll. Ich könnte euch alles erzählen, wie der ganze Schwamm entstanden ist. Und ich habe das ja alles auch mitgefilmt und ihr werdet das auch alles noch sehen. Aber das ist mein neues Baby. Zwei Stück. Ich habe auf euer Feedback gehört und ich weiß, dass mein Prime Glow Kit für einige eventuell zu teuer war. Und wir haben darauf gehört und haben den Preis wirklich auf das Mindeste, was überhaupt geht, senken können. Es gibt beide Schwämme zusammen für 16,90 Euro und die Seife für, Achtung, 11,90 Euro. Die Seife ist made in Italy und der Preis ist wirklich einfach unschlagbar. Wenn ihr vergleicht, was andere Make-up-Sponges kosten, ist das für zwei Schwämme im Doppelset eine sehr, sehr gute Sache. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir diesen Preis so mit euch teilen können. Freunde, was kann ich euch noch sagen? Vielleicht zum Packaging. Ihr wisst, dass ich sehr darauf achte, dass alles so gut es geht zu recyceln ist. Und wir haben die Verpackungen extra so designt, dass ihr das Ganze so umweltschonend, wie es geht, recyceln könnt. Wir haben die zwei einzelnen Plastikkomponenten aus der Verpackung, die ihr so in den Plastikcontainer entsorgen könnt. Wir haben da drin noch ein Stück Pappe, was ihr einwandfrei in euren Pappcontainer entsorgen könnt. Genau dasselbe bei der Seife, denn die kommt einmal in der wunderschönen Umverpackung. Wir haben hier so Gold und Rosa und dieses Symbol hier. Erkennt ihr das? Hier, aus der Ecke. Seit Monaten habe ich dieses Symbol schon drin und ich wollte euch die ganze Zeit diese Tipps geben. Ihr könnt die Pappe selbstverständlich auch in den Pappcontainer entsorgen. Und wenn die Seife leer ist, könnt ihr das Aluminium auch einfach weiter entsorgen. Hier ist noch so eine kleine Beschreibung mit drin. Es besteht aus Papier. Das heißt also, ihr könnt so umweltschonend es geht, die Komponenten entsorgen. Das war mir ganz besonders wichtig, weil ich möchte nicht, dass meine Produkte noch unnötig die Umwelt belasten. Und ich glaube, ihr merkt, wir haben wirklich extrem lange daran gearbeitet. Wie gesagt, seitdem es eigentlich die Highlighter-Palette gab, saß ich schon mit meinen Gedanken am nächsten Produkt. Freunde, das Jahr ist noch nicht zu Ende. Der Sommer ist noch nicht zu Ende. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr freut euch über die Produkte. Ich wünsche euch unglaublich viel Spaß damit. Ich bin glücklich, euch zu haben. Ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich beim ganzen Duvia-Team und bei Rossmann für die krasse Arbeit, die wir alle geschafft haben. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Die Produkte sind ab sofort jetzt gerade online im Rossmann Online Shop. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video ganz bald wieder. Passt auf euch auf.